Schocker der Woche. Ein Streaming-Anbieter schließt seine Tore. Was das jetzt bedeutet, erkläre ich jetzt im Video. Ich nehme dieses Video hier gerade um 22 Uhr auf, weil diese News gerade reingekommen ist. Deswegen ist das alles hier so ein bisschen locker. Aber ich will auch gar nicht groß um den heißen Brei herumreden, denn es geht um HIDIVE. Dieser Streaming-Anbieter macht zwar nicht wirklich zu, aber er ist bald nicht mehr in Deutschland verfügbar oder erreichbar. Lesen wir uns das Ganze mal ein bisschen durch, und zwar hier bei Contact Us. Da geht es nämlich darum, dass HIDIVE die Regionen restricted. Das müssen wir uns hier gar nicht auf Englisch hier auswendig durchlesen oder sowas. Das muss gar nicht sein. Es geht halt einfach darum, dass HIDIVE sich jetzt auf bestimmte Regionen fokussieren will, nicht mehr vielleicht die Lizenzen für alle Regionen einkaufen wird und damit dann auch den Zugang von gewissen Ländern auf die Seite halt verbietet. Und da ist eben auch Deutschland mit dabei. Das Ganze soll stattfinden ab dem 14. Dezember. Da kann man dann wohl kein Abonnement mehr bei HIDIVE abschließen. Alle, die zu dem Zeitpunkt noch ein aktives Abonnement haben, die können noch bis zum 31. Dezember, also Ende des Jahres, noch auf die Inhalte, die Serien zugreifen. Danach ist dann aber Schluss. Gehen wir kurz mal die Serien durch, die das Ganze betrifft. Und zwar gehen wir einmal die Serien hier durch. Da wäre zum Beispiel der Sportanime Ahiro no Sora, Alles Gear Aegis, diese Action-Serie, Rom-Com-mäßig wird es in Biblify Princess, Call of the Night, auch eine fantastische Serie, Dangerous Immer Hard, auch Super Eminence and Shadow, das betrifft mich auch persönlich, denn ich habe immer die zweite Staffel bei HIDIVE geschaut. Ich weiß, ich empfehle euch Universe, ist auch am besten, wartet bitte, aber ich muss natürlich sofort die Beiträge machen auf Twitter, da kann ich keine paar Stunden mehr warten, da muss ich das schnell machen, aber den gibt's auch bei Universe, The Latest on Tsundere Villainous Lieselotte, The Executioner and the Way of Life, den gibt es übrigens noch gar nicht bei uns im Stream, das holt man hoffentlich dann noch nach, Helk fällt weg, Nen I've Somehow Gotten Stronger fällt weg, Luminous Witches, Kubo Won't Let Me Be Invisible, Level 1 Demon Lord, Love Flops, Management of a Novice Alchemist, The Most Heretical Last Boss, My Isekai Life, auch ziemlich beliebt, My Life is Inokami-san's Dog, war aber auch zensiert bei dem Anbieter, also sowieso nicht der Rede wert, Mysteria Friends, Oshinoko, auf jeden Fall eine große Serie, Otaku Elf, auch ziemlich nice, ist leider auch bei uns vollkommen untergegangen, gibt's auch nur bei HIDIVE, Nen Ragnar Crimson ist ziemlich interessant, denn diese Serie soll ja 24 Episoden erhalten, das heißt, wenn HIDIVE dann für Deutschland zumacht, haben wir eigentlich noch ein paar Episoden übrig, also auch da muss man auf Universe ausweichen, die haben den Anime im Angebot. Wing Canadian as a Sword, auch ein fantastischer Anime, einen Spy Classroom, Teasing Master Tagi-san, Staffel 3, einen Horus Seyatsura, einen Val Love, einen Vermeiling Gold, Why the Hell Are You Here Teacher, einen When Will Ayumu Make His Move oder auch einen Yaboi Kuming, den gibt's auch aktuell nur bei Akiba Pass TV und eben nicht einfach im regulären Stream. Gehen wir dann nochmal die Filme durch, ich hoffe man hat schon durch die Serien gemerkt, aber bei den Filmen ist die Auswahl noch geringer. Das heißt, am Ende bin ich so traurig, dass HIDIVE drauf geht? Nee, nicht unbedingt. Denn die Auswahl ist extrem gering. Das lohnt sich nicht wirklich. Und man hat ja auch nur das Ganze mit englischen Untertiteln. Jetzt kommen wieder die Leute und sagen, ja, HIDIVE nutzt man eh nur mit VPN. Ich war immer gegen diese Argumentation. Ich habe ja schon viele Videos gegen HIDIVE gemacht, wo ich den Anbieter sehr kritisch gesehen habe. Und da haben viele Leute immer argumentiert, ja, man nutzt den Anbieter eben mit einem VPN. Und das finde ich ziemlich fragwürdig, weil jeder Streaming-Anbieter wird logischerweise besser, wenn man halt einen VPN dran anschließt, wenn man dann auf unterschiedliche Serien drauf zugreifen kann, die in gewisser Weise region-locked-mäßig unterwegs sind. Deswegen, wenn ich einen Streaming-Anbieter bewerte in einem Video, dann schließe ich da logischerweise keinen VPN dran an. Ich kann es vielleicht mal erwähnen, dass der Anbieter sich mit einem VPN mehr lohnt, aber mehr auch nicht. Und das ist auch so ein bisschen die große Frage. Kann man jetzt noch in Zukunft auf den Anbieter durch einen VPN zugreifen? Also da müsst ihr mir vielleicht mal helfen, ob das dann so leicht ist, weil ich bezahle den Anbieter zum Beispiel mit PayPal und die wissen ja dann vielleicht, okay, PayPal, das Konto kommt aus Deutschland, dem erlauben wir dann eben nicht, ein Abonnement abzuschließen. Weiß ich nicht, wie leicht das dann am Ende des Tages geht, dann bei HIDIVE in Zukunft noch ein Abo abzuschließen oder sein Abo zu behalten. Was wird das dann wahrscheinlich für die Zukunft in Deutschland bedeuten, für Anime-Streaming? Hoffentlich wird zum Beispiel ein Universe noch mehr Anime bekommen, besonders Serien halt, die jetzt bei HIDIVE versauern, die eben noch nicht zu uns rübergekommen sind, die werden hoffentlich dann bei Universe irgendwann in Zukunft auftauchen. Aber vielleicht auch einen Akiba Pass TV wird sich einige Serien schnappen. Bin ich leider immer noch kein großer Freund von diesem Anbieter. Der hat auf jeden Fall ein paar nette Serien, auch viele eben von HIDIVE. Aber das große Problem ist, du kannst diesen Anbieter nicht wirklich abonnieren, sondern du kannst ihr eben solche Herbstkombi 2023, diese Pakete kannst du dir kaufen, für eben 30 bzw. 60 Euro und mehr Anime sind dann nicht dabei. Da ist natürlich die Auswahl bei einem Universe oder bei einem Crunchyroll deutlich höher, weil du ja nicht nur dann die aktuellen Anime da bekommst,
bekommst, sondern auch die ganzen Katalogtitel, die in den vorherigen Monaten und Jahren bei ihnen veröffentlicht wurden, beziehungsweise allgemein hinzugefügt wurden. Und um es hier nochmal ganz klar zu sagen, ich habe kein Problem damit, dass man sich Anime digital kaufen kann, dass es dafür eine Anlaufstelle gibt. Das wollen viele und so kann Akiba Pass TV auch gerne weiter existieren. Also, dass man eben sich viele Sachen günstiger anstatt auf Disc oder überhaupt kaufen kann, damit man sie halt dann auf einen USB-Stick schieben kann, beziehungsweise sie dann halt für immer schauen kann, ohne DRM. Das ist auf jeden Fall fantastisch. Aber ich will nicht, dass solche Serien wie einen Protocol Wayne am Ende hinter dieser Paywall versteckt sind und eben nicht dann Aniverse zur Verfügung gestellt werden. Also man sie eben nicht mit einem normalen Abonnement schauen kann. Was natürlich auch passieren kann, dass ein Crunchyroll mächtiger werden kann. Das ist natürlich auch möglich, dass wenn HIDIVE sich vielleicht dann nicht mehr die Lizenzen für Deutschland holt, dass eben dann Crunchyroll sagt, ja, dann holen wir uns eben die Lizenz. Das werden wir in gewisser Weise sehen, wie HIDIVE in Zukunft agiert, ob sie trotzdem sich die internationalen Rechte dann für viele Anime schnappen und die dann an einen Anbieter wie einen Aniverse oder eben an Publisher wie Peppermint oder einen Animoon dann rausgeben oder ob sie sich dann aus diesem Lizenzgeschäft in Deutschland komplett zurückziehen. Das werden wir dann sehen, wie das Ganze abläuft. Sie haben aber gesagt, dass sie auf jeden Fall versuchen werden, jetzt noch für die Anime, die eben noch keinen Lizenzgeber in den jeweiligen Ländern haben, daran noch Anbieter zu finden, wo man die unterbringen kann. Also das ist auf jeden Fall ganz nett. Hoffentlich passiert das dann natürlich auch. Um vielleicht dann hier auch nochmal zu sagen, wie irrelevant HIDIVE in den letzten Monaten geworden ist, hier einfach mal die Simulcast für den Herbst und das sind halt einfach nicht so viele. Einen Dark Gathering, einen Demon's Sword Master Excalibur, einen Helk, einen Eminence in Shadow, Vexation of a Shut in Vampire Princess und einen Wagner Crimson und das war's dann in gewisser Weise schon. Also das sind keine so vielen Serien. Klar, es sind auf jeden Fall ein paar nette dabei, auf jeden Fall einen Eminence in Shadow ohne Frage, einen The Vexations of a Shut in Vampire Princess kann man auch aktuell nur bei HIDIVE streamen. Ist eine super Serie, absoluter Geheimtipp aktuell, aber von der Masse kann dieser Anbieter auf gar keinen Fall überzeugen und manchmal muss man sich auch fragen, ist die Qualität dann auch wirklich das, was diesen Anbieter rettet? Leider manchmal auch nicht. Übrigens, wer jetzt so ein bisschen Panik bekommt und sich denkt, oh mein Gott, muss ich jetzt noch schnell ein HIDIVE-Abo abschließen, um mir viele Sachen hier noch anschauen zu können? Vielleicht werde ich darüber noch ein ganzes Video machen, welche Anime aktuell exklusiv noch bei HIDIVE sind. Das ist aber in den meisten Fällen nicht der Fall. Wer also wissen will, wo man zum Beispiel einen Call of the Night oder einen The Dangers Immer Hard streamen kann, der geht einfach zu Anisearch. Immer wieder der beste Tipp dafür. Gib dann einfach mal The Dangers in My Heart in die Suchliste ein und dann geht man auf Stream und dann findet man hier, yo, den Anime kann man bei Prime streamen. Da ist das Ganze einfach möglich. Deswegen, also das kann man dann mit ganz unterschiedlichen Serien machen. Zum Beispiel auch einem Call of the Night. Guckt man da einfach, gibt das Ganze ein, Stream und dann hat man es hier, Aniverse. Gibt es dann im Stream oder eben auch bei Akiba Pass TV wird es angeboten. Also deswegen, benutzt da einfach dafür Anisearch, dann solltet ihr eigentlich die meisten Anime auch bei regulären Streaming-Anbietern finden. Kommen wir jetzt zu einem Fazit und man muss auf jeden Fall sagen, ein Vorteil von HIDIVE ist, er war immer verlässlich. Also wenn die gesagt haben, die Folge kommt um 16.30 Uhr, dann kam sie eigentlich fast immer um 16.30 Uhr. Ich finde es aber auch ein bisschen unfair, das Ganze dann zum Beispiel jetzt mit einem Crunchyroll zu vergleichen und zu sagen, ja, bei Crunchyroll funktioniert es nicht. Ja, Crunchyroll ist größer, aber die haben auch ganz viele unterschiedliche Sprachregionen und da kommt die Serie dann eben nicht nur auf Englisch raus, also mit englischen Untertiteln wie bei HIDIVE, sondern mit deutschen Untertiteln und ganz vielen unterschiedlichen Sprachen, Spanisch, Französisch und so weiter. Deswegen, also das zu koordinieren, dass das immer hundertprozentig funktioniert, ist natürlich deutlich schwerer, als wenn man die Folgen einfach nur auf Englisch übersetzen muss. Die Auswahl war aber immer, wenn man zumindest keinen VPN nutzt, viel zu klein, da gibt's wenig zu diskutieren. Das war wirklich nur für die Hardcore-Fans, die so ein paar Serien unbedingt sehen wollten, wie zum Beispiel The Vampire Princess oder The Shut in Vampire Princess oder eben wer unbedingt richtig schnell sein wollte mit einem Eminence in Shadow. Klar, man konnte ein VPN benutzen, mal gucken, wie das dann in Zukunft ist. Aber auch ein großer Nachteil für mich persönlich waren die viel zu kleinen und dann eben auch englischen Untertitel. Also das hat mich extrem gestört bei HIDIVE, dass man da auch keine Einstellungsmöglichkeiten hatte. Also ich musste sie dann teilweise auf gelb machen, damit man sie überhaupt noch bei meinem Fernseher erkannt hat. Deswegen bin ich so wirklich traurig, dass HIDIVE zugrunde geht? Nee. Klar, am Ende des Tages ist das wieder eine ewige Diskussion mit dem Monopol, was dann jetzt vielleicht deutlich mehr entsteht, mit einem Crunchyroll, aber seien wir ehrlich, ein HIDIVE war eh kein wirklicher Konkurrent zu einem Crunchyroll. Also, wer weiß, wie viele Abonnenten am Ende des Tages HIDIVE hatte und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, weswegen man jetzt das Ganze einstellt, weil die Lizenzen vielleicht einfach dann doch zu teuer sind und in Deutschland
Deutschland vielleicht einfach viel zu wenige Abonnenten sind, ohne Frage. Aber ja, schreib unbedingt deine Meinung mal zu HiDive rein. Hast du diesen Streaming-Anbieter benutzt? Bist du traurig, dass dieser Streaming-Anbieter jetzt halt in Deutschland nicht mehr verfügbar ist? Und glaubst du, dass du vielleicht mit einem VPN trotzdem noch Zugang drauf haben kannst? Weil wie gesagt, HiDive ist eben auch ein Anbieter, der hinter einer Paywall ist. Also da kann man nichts irgendwie kostenlos schauen. Deswegen, du musst ein Abo abschließen. Also da reicht es nicht einfach nur ein VPN anzuschließen und schon, zack, bumm, kannst du auf diese ganzen Anime kostenlos zugreifen. Das geht nicht. Deswegen schreibe deine Meinung gerne zu HiDive in die Kommentare, like das Video, abonniere den Kanal und man sieht sich im nächsten. Bis dann!